Willkommen zum Sport. Heute Sonntag hat Biel zum 8. Mal der Biennathlon stattgefunden. Dabei müssen die Athleten zuerst 1,5 km schwimmen, dann 27 km biken und dabei einen Höhenunterschied von rund 1000 m bewältigen und zum Schluss noch 10 km rennen. Der Gregory Bodach hat die Athleten mit der Kamera bei der Ziellinie empfangen. Mit einer Zeit von 2 Stunden, 29 Minuten und 20 Sekunden läuft Jan Payet ins Ziel des Biennathlon 2015. Oh, ich bin überglücklich, wieder so ein tolles Rennen können zu machen hier. Und es war wunderschön, auch wenn es nass war heute Morgen. Aber das ist mir eigentlich entgegengekommen. Ich habe es gerne ein bisschen technischer und das war genial. Und ich möchte euch ein riesen Merci an Moka sagen und allen Volunteers, die da geholfen haben, das wieder durchzuführen. Es war traumhaft schön. Nach der Schwimmstrecke im Bielersee, wo etwa 18 Grad warm ist, liegt Jan Payet auf dem 2. Zwischenrang. Ja, es ist einer voraus, genau. Ich war nicht ganz sicher, wer es ist. Ich habe nachher noch beim Herrenlauf jemanden gefragt, wer ist das vor mir? Keiner hat es gewusst. Dann dachte ich, okay, da ist noch ein Überraschungskandidat dabei. Aber nachher in der Wechselzone hatte ich einen sehr guten Wechsel. Ich habe ihn dort überholt schon und bin als erstes aufs Velo. Und danach konnte ich meine Karten spielen, wie ich wollte. Dank einer guten Zeit in der Wechselzone kann der Triathlet aber als Erster auf die Bike-Strecke. Auch schon wie bei seinem Sieg von letztes Jahr gelingt es Jan Payet in der Abfahrt zwischen Macklingen und Bielersee, seinen Vorsprung auszubauen. Beim Wechsel zum Rennen liegt sein nächster Konkurrent 5 Minuten zurück. Ich wusste, dass der Gabriel Lombriser kommt. Er, der als Duathlon-Crack hier am Start ist, habe ich gewusst, ich muss eine Distanz auf ihn auftun auf dem Velo. Das ist, ich habe mir so gewünscht, 6 Minuten vor ihm vom Velo. Und als ich bei Reblaus kreuze, habe ich ausgerechnet, dass ich etwa so 5,30 vor ihm bin. Und das war eigentlich genau dort, wo ich wollte. Also, da habe ich gewusst, das könnte länger, außer wenn ich da noch irgendwie völlig zusammengefallen unterwegs. Aber als ich am höchsten Punkt angekommen bin, habe ich mich super stark gefühlt. Dann habe ich gewusst, jetzt tue ich es ein. Die letzte Disziplin teilt sich der Bieler perfekt ein und gewinnt mit über 6 Minuten Vorsprung auf Gabriel Lombriser. Der Bieler Sami Götz kommt auf einen hervorragenden 3. Rang. Bei den Frauen gewinnt die Bremgartnerin Sibyl Matter. Die beste Seeländerin beim Biennathlon ist Rita Bürgi aus Macklingen. Sie hat den 5. Platz erreicht. Die Ausgabe des Biennathlon könnte übrigens die letzte sein. Vor ein paar Wochen haben die Organisatoren gesagt, sie wollen ihn nicht mehr durchführen, unter anderem, weil sie Mühe haben, Leute für das OK zu finden. Inzwischen hat es aber geheißen, dass sie gleich ein paar gemeldet haben und der Biennathlon vielleicht kann weitergeführt werden. Der Lieserschwinger Stuckichregel hat an Schwarze schwingend an diesem Sonntag seinen 100. Kranz erkämpft. Insgesamt haben 4 Berner die 100er Marke geknackt. 4 Kränze hat der Stuckichregel am Eidgenössischen geholt, 15 sind Teilverbandskränze, 26 sind Bergkränze und 55 sind Kantonal- und Gauverbandskränze. Auf 12 km und 800 Höhenmeter sind an diesem Sonntagmorgen die Bergläufer am Grenkenberglauf um einen Schweizer Meistertitel gelaufen. Insgesamt haben 580 Läuferinnen und Läufer teilgenommen. Das Rennen gemacht hat der Aargauer Matthias Kiburz. Er ist nach 51 Minuten und 46 Sekunden ins Ziel eingelaufen. Der Weltklasse-Orientierungsläufer hat damit den Streckenrekord um 2 Minuten unterboten. Auch die mehrfache Schweizer Meisterin Martina Strahl ist ihren Konkurrentinnen davon gelaufen. Sie hat während dem ganzen Rennen geführt und mit 57 Minuten und 29 Sekunden ebenfalls einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Bester Seeländer ist der Christian Mattis geworden. Der Titelverteidiger vom letzten Jahr ist das Jahr auf Platz 5 gelaufen. Und dann kommen wir zu weiteren Sportresultaten. Im Inline-Hockey hat Bienskater 90 gestern Samstag auswärts gegen Latuch gespielt. Die Bieler haben 9:5 gewonnen. Die Bienskater 90 sind die Tabelle von Nationalliga A, momentan auf Platz 6 von 10. Der andere Seeländer Inline-Hockey-Club, die Bien Seeländers, hatten am Freitag auswärts gegen Givisier-Match. Sie haben das Spiel 6:3 für sich entscheiden und sind die Tabelle von Nationalliga A aktuell auf Platz 2.
Die Kunstturnerin Julia Steigruber, die in Magglingen trainiert hat, an den Europaspielen zu Baku an diesem Sonntag 3 Medaillen gewonnen. An ihrem Paradegerätsprung und am Boden hat sie sich je eine Goldmedaille gesichert und am Balken hat sie Bronze geholt. Gestern Samstag haben sich in der Halle vor Esplanade in Biel ganze 116 Athletinnen vor rhythmischer Gymnastik zusammengefunden. Insgesamt 6 Vereine sind an dieser 12. Bernischen Kantonalmeisterschaft angetreten. Unser Reporter Gregor Bodach hat dabei 2 Gymnastinnen von Jim Biel Bien begleitet, die diese Ausgabe speziell in Erinnerung werden behalten. Für Anastasia Buri und für Eva Affolter war das nämlich der letzte offizielle Wettkampf. Anastasia Buri macht den Anfang. Ihr erster Durchgang mit den Keulen klingt ihr ohne Fehler. Die erste Übung ist ziemlich gut gelaufen, ich habe es gefasst und hat zum meisten gezählt. Und mit dieser Übung wäre ich eigentlich erst gewesen, ja. Nachher ist die 17-jährige Eva Affolter dran. Als Handgerät hat sie den Reif ausgewählt. In ihrem Durchgang kann auch sie überzeugen. Allerdings passiert ihr ein kleiner Fehler. Die Elemente haben gezählt, glaube ich. Und einfach den Entwurf habe ich nicht gefasst. Und das hat dann 0,5 Punkte Abzug gegeben. Und dann habe ich auch noch ganz so, bin ich ein bisschen unsauber gewesen und so. Und darum habe ich im Ganzen nicht so eine gute Note gehabt. Also mit dem ersten Durchgang habe ich nicht aufs Podest geschafft. Ein letztes München für das Plüschtier, noch ein paar Ratschläge von der Trainerin und dann ist es für Anastasia Buri Zeit für ihren allerletzten Durchgang an einem offiziellen Wettkampf. Ein intensiver Moment. Also, ich hatte durch den zweiten Wurf einen Verlust und vorher wäre es eigentlich ziemlich gut gewesen. Und mein Fehler war eigentlich dann, am Reif hinten nachzugehen, anstatt den Ersatzreif zu nehmen. Und das hat mich dann ziemlich daraus gebracht und dann habe ich nicht gewusst, wie weitermachen. Und der Schluss hat fast nichts mehr gezählt, ausser noch einen Wurf. Und dann, ja. Nach dem Durchgang wird sie von den Emotionen überwältigt. An Eva Affolter hingegen gelingt es, das Gefühl positiv in ihren Auftritt einzubringen. Mit dem Ball legt sie einen fehlerlosen Durchgang her. Den Ball habe ich ja allgemein lieber. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, es ist meine letzte Übung von meinem ganzen Leben, weil ich dann also aufhöre mit Ärger. Und dann habe ich einfach alles gegeben und Spass gehabt. Und dann ist es zum Glück auch funktioniert. Nach 10 Jahren in der rhythmischen Gymnastik treten die 2 jungen Frauen also zurück. Die Anastasia Buri will sich in Richtung Tanz weiterentwickeln und die Eva Affolter fängt schon gleich mit Volleyball an. Die Eva Affolter ist bei ihrem letzten Wettkampf 2. geworden und die Anastasia Buri ist 4. geworden. Und das war es vom Sport. Merci fürs Zuschauen und bis gleich.